Hallo Fußballfreunde und willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es um den FC Schalke 04, denn gerade hat ja Schalke 04 bei Leipzig gastiert. Da gab es das Gastspiel eben gegen den noch 6platzierten. Nun nach dem Spiel sind wir fünf Das Spiel endete ja 0-0 und wir sprechen darüber. Wir machen eine kleine Analyse, was in diesem Spiel alles passiert ist und erstmal beginnen wir natürlich mit dem Anpfiff danach gab es eine intensive Anfangsphase die Leipziger haben gepresst wollten früh draufgehen Schalke hat es mal mit ein paar längeren Bällen das ein oder andere mal vorne probiert wurde aber nicht wirklich gefährlich und Leipziger mit Ballgewinn und schnellen Umschaltspielen, aber auch da kam sie dann nicht wirklich durch die sichere Defensive der Schalker. Nach drei, in der 13. Minute gab es dann den ersten Schuss der Leipziger nach einem Ballgewinn und da hat man wirklich gesehen Schalke hat Probleme hinten rauszuspielen sie wollten es spielerisch lösen hat allerdings nicht gut geklappt hatten da ein bisschen Glück dass da nicht mehr passiert ist. In der 18. Minute gab es eine nächste Chance zu Leipzig. Das war aber ein ungefährlicher Schuss. Und dann drei Minuten später in der 21. Minute die erste wirklich gefährliche Chance. Da ein Schuss von Timo Werner knapp. Über die Latte. Dann hat sich Schalke ein bisschen mehr rausgewagt. Leipzigs Anfangsphase, die wirklich voller Pressing war, sie wollten da schon direkt aus 1-0 gehen, hat nicht funktioniert. Danach kam dann Schalke ein bisschen besser rein, standen eben defensiv erst sicher. Dann haben sie ein bisschen mehr nach vorne probiert und hatten in der 27. Minute die erste Chance. Nassasic war mal nach dem langen Ball mit vorne geblieben und er hatte die erste gute Möglichkeit für die Schalker. Direkt darauf gab es einen Eckball und da hatte Schalke die beste Chance, eigentlich fast der Partie. Brede kam zum Kopfball knapp auf der 5-Meter-Raumlinie. Stand er, kam da frei zum Kopfball. Und den muss er natürlich machen. Da hatte Schalke die erste hundertprozentige Chance. Dann, vier Minuten vor der Pause, gab es mal einen kleinen Aufreger. Leimer hat hat da gefault, der hat dafür auch eine gelbe Karte bekommen und Timo Werner hat sich da lautstark beschwert. Das war nicht so wirklich das Spiel von Timo Werner, wurde nachher auch ausgewechselt. Hat da noch mal gegen Ralf Rangnick gemeckert. Also, der war nicht wirklich gut drauf. Auch McKenny hat da noch eine gelbe Karte gesehen für ein vorheriges Foul an Timo Werner und dann war eben auch schon Pause, also ein ausgeglichenes Spiel. Leipzig war eher stark, dann hatte Schalke diese Top Chance und danach war eher wenig los. Danach in der zweiten Hälfte ging es eh ähnlich los. Leipzig wollte wieder Druck machen, wollte das Tor machen in 48 Minuten Gab es dann die gelbe Karte für haben der danach auch rot gefährdet war, wurde auch ausgewechselt und eben ein Freistoß für Leipzig, wo es theoretisch auch hätte Meter geben können. Es war eine undurchsichtige Situation. War halb auf der Linie, ein bisschen davor, vielleicht auch ein bisschen hinter der Linie, also hätte man auch theoretisch Meter für Leipzig geben können. Dann drei Minuten später in der 51. Minute kam dann wieder Schalke ein bisschen besser nach vorne, haben die Druckphase die ersten fünf Minuten der Leipziger überstanden und hatten einen Eckball. Und wie auch schon im Bolo hatte nun Weston McKenny eine richtig gute Kopfballchance und der Ball hat dann sogar noch die Latte gestreift, also auch da hätte Schalke rein theoretisch in Führung gehen können. Dann in der 60. Minute hatte Leipzig weiterhin viel Kontrolle bekommen in Spiel hinein, aber auch ohne jegliche Torchance. In der 64. Minute gab es mal einen Schuss für die Schalke von Daniel Caligiuri. Schalke kam da auch wieder ein bisschen besser ins Pressing hinein, also wirklich ähnlich wie im ersten Durchgang. Leipzig erst mit Druck, dann kommt Schalke aber auch, je länger es dauert, ein bisschen besser rein. Bis zur 75. Minute oder eher um den Dreh kam dann gar nichts mehr wirklich zustande. Viel gab es da im Mittelfeld. Keine Torgefährdigkeit, das muss man einfach so klar sagen. Und dann habs in der 83. Minute nochmal einen Schuss mal eingewechselt ein Jean Augustin das war aber kein Problem für Alexander Nübel und Leipzig somit weiterhin ohne eine wirklich hundertprozentige Chance bis zur 86. Minute ungefähr dann Leipzig nochmal mehr probiert ein Schuss von Sabitzer gab es da auch aber auch da wurde es dann nicht wirklich gefährlich und dann nochmal ein paar Sekunden vor Ende in der dritten Minute der Nachspielzeit hatte Kevin Kampel noch nochmal die letzte Kopfballchance also insgesamt auch Schalkers, ich muss man natürlich sagen, ein richtig gutes Unentschieden. Man hätte vielleicht so ein bisschen Glück gewinnen können. Man hatte eine Top-Chance durch ein und eine gute Chance durch McKenny. aber hinten hatte man immer auch das eine oder andere mal Glück gehabt. Da hätte Leipzig vielleicht auch mehr rausmachen können. Trotzdem, nächster Schritt in die richtige Richtung. Ich denke mal, auch das macht wirklich wieder Mut. Für die Schalker und ich denke mal, mit so einer Leistung kann man auch im nächsten Spiel gewinnen. Also insgesamt eine gute Partie für die Schalker, 0 zu 0, leistungsgerecht. Eure Meinung dazu ist mal gerne in die Kommentare gefragt und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.